willkommen zu einer neuen Folge GTA Online. Heute wieder mit dem lieben Lukas und dem lieben Wills, natürlich mir! Hey Leute, willkommen zurück zu Shootime. Klapp, klapp. Okay, also heute gibt es wie gewünscht das Arsenal-Video. Wow, ja, das Arsenal-Video. Du Tobias Frank gewohnt hast. Have fun with our Arsenal. Ja, es sind nicht alle Nerf dabei, aber fast alle. Und Nummer 1. Wir fangen jetzt erstmal mit den Nerf Elite und den guten alten M-Strike-Waffen an. Fangen wir an mit der guten neuen Hyperfire. Die ist ziemlich geil, die ist neu und ich mag sie. Als nächstes haben wir die Rapid Strike XD. Auch geile Waffe. Und meine alte. Okay. Dann haben wir auch noch die Rampage. Auch eine ziemlich geile Waffe. Da kannst du. Fire-Modus. Hier noch drei kleinere Waffen, meine Firestrike und zwei Joes. Wir haben glaube ich noch mehr Joes, aber die sind jetzt nicht so wichtig. Dann haben wir noch die Alpha Trooper CS12, auch geile Waffe. Ich mag sie wegen der Pump-Action. Die oft benutzte Retaliator, auch geile Waffe, cool ausbaubar. Und ja, die Rushcut 2x4 mag ich persönlich eigentlich nicht so, weil die Pfeile immer vorne rausfluppen. Dann machen wir weiter mit der Crossbolt. Die Crossbolt finde ich auch nicht so geil, weil solche Blaster mag ich irgendwie nicht. Warum, aber ich mag sie nicht. Wir haben nur eine Rebelle, weil, naja, weil wir keine Mädchen sind, sondern eher Männer. Und deswegen haben wir nur eine, die sich meine Schwester kaufen sollte. Dann haben wir die alte Longshot. Die Longshot haben wir zwar eigentlich erst vor, keine Ahnung, Februar dieses Jahres gekauft, obwohl sie eigentlich ziemlich alt ist, aber wir wollten unbedingt einen Sniper haben. Aber Tobi hat sie getuned und deswegen, ja, schießt jetzt um die 35 Meter. Als nächstes haben wir die Raven. Die Raven ist auch ziemlich alt. Eigentlich gehört sie sogar noch zur, ich glaube, Doch, das ist die Glow in the Dark Serie von N-Strike. Ja, genau. Das hier ist noch der Lauf von der Longshot. Hat noch einen eigenen Schussmechanismus hier vorne, auch ganz lustig. Die allererste Nerf, die wir gekauft haben, zusammen. Die allererste Nerf insgesamt? Ja, allererste Nerf insgesamt von Nerf Maverick. Die finde ich aber eigentlich ganz lustig, weil die einfach so alt ist. Du hast ein Loch in deinem Socken. Als letztes haben wir von den N-Strike-Waffen, haben wir noch die Swarmfire, oder Big Mama, wie wir sie nennen. Von Dark Big Mama, ich mag Big Mama irgendwie. Die ist von der Dark Tag Serie. Die ist genau von der Dark Tag Serie. Er wird einfach automatisch mit einem Motor die Feder gespannt. Ist ganz lustig. Big Mama. So, jetzt ist der Lukas ein bisschen geschrumpft und hat rote Haare gekriegt. Ja, jetzt ist Tobi an der Reihe. Ich bin jetzt mit den XD-Waffen, mit den Modulus-Waffen und mit der Dungeon-Serie und mit den Riesen-Mega-Waffen dran. Hier erstmal die Tree-Strike. Triad X3 XD. Haben wir zweimal. Dann haben wir noch die Fire-Strike XD, auch zweimal. Die Dämonische von Lukas. Eine Rakete. Cool, das finde ich gut. Dann die Strife XD. Gibt es auch in Blau. Dann ist sie aber nicht XD. Dann gibt es noch die Modulus, die kennt ihr bestimmt alle. Ich finde sie jetzt nicht so cool, aber ja, ist schon okay. Dann noch eine recht neue Nerf, die an Weihnachten rausgekommen ist. Die neue Recon MK2 mit Schulterstütze und Laufverlängerung. Die kleine, wie heißt die? Ironfire. Ionfire, ja. Ist ganz süß, weil man nur einen Pfeil reinziehen kann, aber dann gibt es noch von Humans, haben wir nur eine Nerf. Genau, das ist jetzt die Vagabond. Da sieht man hier so ganz cool den Mechanismus. Die Mega Nerfs mit dem riesigen Bogen. Der hat so groß wie ich. Mega Rotor Fury mit 10 Magazinen. Mit 10 Pfeilen. 10 Magazinen, ja. Ja, richtig geil. Dann noch die Cyclancer. Strong Arm in riesig, in Mega-Version. Und dann noch die Magnus. Die haben wir für 3,50 Euro bei Kaufland ergattert. Wie sagt man so schön, das Beste kommt zum Schluss? Ja, bin ich.
Okay. Heute gibt's noch von mir die Zombie Strike. Dann haben wir noch eine Vortex, was wir alles so für verschiedene Magazine haben und für Modulus Zusatzkits. Außerdem noch ein Spezialnerf und ja, fangen wir direkt mit der Slingfire an. Aus der Zombie Strike Serie. Ich glaube, das war sogar eine der späteren Zombie Strike. Was auch immer. Und ich finde sie ganz cool, weil man damit so nachladen kann, wenn man es drauf hat, kann man auch so nachladen. Und außerdem schießt man mit der ziemlich zielgenau, deswegen mag ich die auch so sehr. Die Hammer Shot, das ist praktisch die Strong Arm in klein und man kann sie mit einer Hand bedienen, weil man durch den Daumen so machen kann. Ich mag sie nicht so, weil die Reichweite wirklich nur bescheiden ist. Dann die Flip Fury, also die Strong Arm wird die ganze Zeit kopiert und verbessert. Diesmal mit zwei Trommeln die Strong Arm praktisch. Hier mit dem Hebel die wechselbar, also hat auch 12 Schuss und hat Slamfeuer. Dann kommen wir zum Vortex, das ist die alte, die wir haben, die Rebundix 360. Das ist auch eine der letzten Vortex, die rausgekommen sind. Und die hat hier, wie viele Schussmagazin? 30 Schuss. Das ist schon heftig, aber sie ist ziemlich laut beim Schießen. Ja, also außerdem halt ein Vortex, die Pfeile fliegen nicht genau dahin, wo man will. Wem es gefällt, ist dem ist die Kurve gefreut. Man kann übrigens auch eine Schussspitze anbauen. Dann kommen wir mal zum Zubehör. Also wir haben von den Modulus Kits haben wir zweimal Stealth Kit. Bis jetzt haben wir noch kein anderes Kit, aber ich wollte mir eigentlich das Range Kit mal kaufen. Das ist das mit dem Zweibein und dem Zielfernrohr und der Laufverlängerung. Also ja, halt hier die Laufverlängerung vom Stealth Kit. Das hier ist ja vom Stealth Kit, den Griff vom Stealth Kit haben wir jetzt leider gerade nicht da. Dann halt so verschiedene Griffe von Retaliator und Modulus, dann hier von der Recon, von der allerersten Recon, praktisch von der allerersten Retaliator, den Ziel-Red Dot Laser-Ding geteilt. Ich finde ihn ganz cool, aber er ist halt nicht besonders genau. Dann ist halt das Longshot-Zielvisier. Wir haben noch ein Zielvisier von der Clearshot, auch also von der Zombie Strike-Serie. Dann an Magazin. Wir haben eigentlich alle Magazine, die es gibt: 6er, 10er, Banana Clips. 12er, 18er durchsichtig, 25er. Und das einzige Magazin, das wir nicht haben, ist das gerade 10er, also das 10er, das nicht gebogen ist. Das ist bei der Tree Strike neu rausgekommen. Und das gibt es auch nur bei der Tree Strike, aber wir haben die Tree Strike deswegen, also haben wir halt noch nicht, deswegen haben wir auch nicht das gerade 10er Magazin. Jetzt kommen wir zu der Spezialnerf, die ich angekündigt habe. Das ist eine Retaliator XD, die ich gemoddet habe. Also das heißt, sie ist angemalt und hat eine stärkere Tuning-Feder und noch andere Innenteile drin. Also man hört es auch schon. Hört ziemlich viel Kraft. Dann ist da ein Magazin von Blaster Parts drin. Ja, sie schießt ziemlich heftig. Und mit der Schulterstütze von der Recon, weil ich die von der Retaliator nicht so gern mag. Ja, genau. Ich finde sie halt sehr cool. Ich habe sie selber mit ein bisschen Hilfe gemoddet und ich bin stolz drauf. Okay. Also wir haben jetzt hier nicht alle Nerfs, die wir haben, gezeigt, weil wir gar nicht alle Nerfs mitnehmen können. Wir haben halt noch ein, zwei ältere, zum Beispiel die Barricade. Das ist die Vorgänger von der Stacade. Aber ansonsten hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Ja. Und übrigens, wir wissen noch nicht genau, wann wir es hinkriegen, aber wir wollen auf jeden Fall auch noch ein 100-Abo-Special machen, und zwar ein Nerfer mit Drohnen gefilmt. Ja. Genau. Haben wir auch schon im Infovideo gesagt. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen für Nerfers habt, dann schreibt sie in die Kommentare, dann verwirklichen wir sie. Bis zum nächsten Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und lasst doch ein Like und ein Abo da. Ja, tschüss. Pikachu. Ega? Pikachu! Okay.